I got an idea for a movie. Can I keep moving, Jeff? Go to the movie. Yesterday you were alone, Charlie. Yeah, but I was never that into it. I produce feature motion pictures. Harry's dreaming of a $40 million production. He'll never get off the ground. I've got a major star interest in this stuff. Two-time Academy Award nominee Martin Weir. Get Shorty on Collector's Edition DVD. This is Chili Palmer. Chili's a gangster. Loaded with special features, including a sneak peek of the sequel, Be Cool. John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo, and Danny DeVito. Rough business is smoothie business. I may have to go back to loan sharking just to take a rest. Der Kriegsheld Chris Vaughn kehrt nach Hause zurück. Na, hast du von der Armee die Schnauze voll? Nein, ich habe erreicht, was ich wollte. Das werden wir ja sehen. Aber die Stadt, die er zu kennen glaubte, die hat sich eine Menge verändert. Hat ihre Unschuld verloren. Willkommen in meiner Welt. Wo hast du die Drogen her? Von den Typen im Casino. Das werde ich nicht hinnehmen. Ich bin hier der Sheriff und ich bestimme die Regeln. Doch ein Mann lässt sich nicht einschüchtern. Das verändert unsere Beziehung, glaube ich. Wer immer das war, hielt ihn für tot. Warum kandidierst du nicht für den Job des Sheriffs? Gibt's ein Problem, Sheriff? Ihr wirklich ist hinüber. Was soll damit sein? Glas zerbrochen. Jetzt bist du fällig. Steh auf. Tu es. Sheriff, sind Sie zu Hause? Schlag zurück. Geh aufrecht. The Rock. Das ist meine Stadt. Walking Tall auf eigene Faust. Letzter Aufruf für die Ankunft der ersten Fluggesellschaft mit Soul. Willkommen an Bord. Danke, dass Sie Soul Plane gewählt haben. Von dem Zeitpunkt, an dem Sie den Flughafen betreten? Ihnen geht's gut? Sie fühlen sich super. Bis zu dem Moment, wo Sie die Crew kennenlernen. Hi, Captain. Alles locker, ihr Süßen? Sorgen wir dafür, dass dieser Flug für Sie unvergesslich wird. Und hier unser kleiner Film zu den Sicherheitsvorkehrungen. Bleibt schön cool und schnallt euch an den Stuhl. Kevin Hart. Mayday. Mayday. Tom Arnold. Oh, hey. E.L. Hughley. Gott verdammt. Entschuldigung. Tja, ich schätze, den Blitz gibt's nicht ohne Donner. Method Man. Uli-hu. Monique. Und Snoop Dogg. Was soll denn diese Scheiße, Leute? Mann, ich hab Höhenangst. Das ist wunderbar. Ich liebe diese Typen. Jetzt ist Party angesagt ohne Zwischenlandung. Oh nein, keine Handys mehr. Lass mir auf. Ich wollte doch nur, dass man das teure Bordtelefon benutzt. Oh mein Gott. Soul Plane. Ich weiß nicht, was du da drin hast, aber ich find's raus. Was gibt's da zu glotzen? Stört dich vielleicht irgendwas? Irgendwo in diesem Stadion vor den Augen von 60.000 begeisterten Fans wurde das Verbrechen des Jahrhunderts begangen. Und nur ein Mann kann es aufklären. Officer Jacques Louzon, Gendarme dritter Klasse. Das hat wehgetan. Kommst du schon? Er hat einen Partner. Ich werde Sie angreifen ohne Vorwarnung. Auf diese Weise bleiben Sie aufmerksam und wachsam. Der war gut. Vielen Dank. Er hat eine Spur. Man hat soeben seine Leiche gefunden. War sie tot? Ja. Wie tot? Komplett tot. Ah! Er schreckt von nichts zurück, um den Fall aufzuklären. Steve Martin. Kevin Klein. Ich sehe, Sie besitzen einen ausziehbaren Zeigestock. Einfach nur schnipp. Und Beyoncé Knowles. Da ist sie. Zeitung! Der rosa-rote Panther. Die Häuser hier übersteigen unsere finanziellen Möglichkeiten. Wenn die Geschäfte besser gehen, dann können wir uns ein großes Haus leisten. Es ist wunderschön.
Das ist ein traumhaftes Haus. Sie werden es lieben. Sieh dir das an. So ein Angebot kriegt man nur einmal im Leben. Also, wo ist der Haken? Es gab ein Verbrechen, einen Mord. In diesem Haus? Mehrere Menschen, eine Familie. Der Beschuldigte behauptet, er hätte Stimmen aus dem Inneren des Hauses gehört. Häuser ermorden keine Menschen. Auf ein perfektes Haus und eine perfekte Familie. Mit wem redest du? Mit dem Mädchen aus dem Schrank. Wie ist ihr Name? Jody. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Wieso kommst du nicht ins Bett? Ich kann nicht schlafen. Ich verliere den Verstand. Hier lebte man eine Familie, die ein ähnliches Problem hatte. Ich wohne in ihrem Haus. Wir müssen von hier weg. Lass uns packen und verschwinden. Alles, was wir haben, steckt in diesem Haus. Ist schon gut, Mami. Jody wird mir nicht wehtun. Aber der Mann, der hier lebt, sie sagt, er ist böse. Allmächtiger Gott segne und reinige dieses Haus. Mach die Tür auf! Sie geht nicht auf! Wir kriegen sie nicht auf! George? Da ist irgendwas Böses in meinem Haus. Weißt du, Scott, in einer ägyptischen Sage heißt es, wenn eine Frau besonders wütend war, drückte der Geliebte so lange seine Lippen auf die ihren, bis ihre Wut sich auflöste und in Leidenschaft verwandelte. Meine Küsse lindern deinen Schmerz. Ich habe mir immer gewünscht, etwas mehr Zeit mit dir zu verbringen, Dad. Aber ich hatte einfach nie Zeit dafür und jetzt ist es zu spät. Es tut mir leid. Er war ein Weltklasse-Schwimmer. Er ist bestimmt 1000 Mal zu dieser Insel rübergeschwommen. Das stimmt irgendwas nicht. Wie gemeinhin üblich, erhält Patricks Frau Maureen den Großteil des Vermögens. Das verbleibende Drittel geht an seinen Sohn Scott. Das ist mein Sohn Scott. Oliver Vance. Hallo, es freut mich. Ich habe Oliver für ein paar Tage zu uns eingeladen. Typisch meine Tochter, die Naturschützerin. Liebe auf den ersten Blick ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich erlebe das immer zu. In meinen Träumen. Wisst ihr, wir werden heiraten. Irgendwie merkwürdig. Ich meine, sie kennen sich seit 4 Wochen. Und peng, schon treten sie vor den Altar. Und was noch merkwürdiger ist, sieht aus, als würden wir demnächst Bruder und Schwester werden. Der toxikologische Befund ist positiv. Es war gar kein Unfall, habe ich recht? Mein Sohn denkt, dass wir Mörder sind. Meine Güte, er hat wirklich eine blühende Fantasie. Ich will wissen, ob du dieses Spiel mitspielst. Gott verdammt nochmal, ich will es wissen. Spielst du bei diesem Spiel auch mit? Bist du verrückt? Ja. So fühlt man das mal eben nicht. Es gibt keine Liebe ohne Vertrauen. Und du weißt das. Raubkopierer werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Mama, wann kommt Papa wieder? Noch 4-mal singen.